willkommen zum Panel 1. Der Titel steht dort vorne dran. Ich werde ihn jetzt nicht wiederholen, weil das kostet Zeit. Mit mir auf dem Podium sitzen Eva Kilz, Verband unabhängiger Musikunternehmen, Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, Olaf Wolters von der Kanzlei Böhmert und Böhmert und Lavina Steinert von der Digitalen Gesellschaft. Wir wollen uns hier dem Thema zuwenden, braucht es Regulierung? Was meint Regulierung? Braucht es vielleicht eher Regeln? Wenn es Regeln braucht, wer stellt die Regeln auf? Und welche Rolle spielt dabei die Zivilgesellschaft? Wir haben uns so verständigt, dass wir am Anfang den Penelanten, das glaube ich, habe ich letztes Jahr schon falsch gesagt, also den Menschen, die hier auf dem Podium sitzen, die Möglichkeit geben, maximal 5 Minuten etwas zu diesen Grundfragen zu sagen, und dass wir danach in eine vielleicht auch durchaus kontroverse, aber nette Diskussion eintreten. Und je nach Publikumsinteresse, das müsste dann irgendwann signalisiert werden, auch ins Publikum geben, um Nachfragen, Anmerkungen zuzulassen. Wobei wir uns auch verständigt haben, ich sage das gleich vorab, Fragen sind nicht länger und Anmerkungen bitte nicht länger als 2 Minuten. Auch die Teilnehmer auf dem Podium werden hier nach 5 Minuten massiv abgeklingelt. Sollten Sie länger reden, damit möglichst viele zu Wort kommen und wir möglichst auch den Faden nicht verlieren. Soweit zu den technischen Details. Ich freue mich auf die Diskussion und wir haben uns nur nicht verständigt, wo wir anfangen. Dann fangen wir jetzt rechts von mir an, habe ich gerade entschieden. Und Eva Kilz erhält das Wort. Ja, mal gucken, ob man mich hört. Ja, schönen guten Tag. Ich bin keine Anwältin und ich habe mir in der Vorbereitung natürlich noch mal ganz genau die Texte zu sowohl ACTA als auch IPRED durchgelesen. Und ich glaube, ein wesentliches Problem neben inhaltlichen Problemen ist die Verständlichkeit dieser Texte. Mir ist das alles zu abstrakt. Es gibt dann immer schöne Erläuterungen mittlerweile dazu, FAQs und solche Sachen, die meiner Meinung nach auch in diesem Fall von IPRED eigentlich gar nicht wiedergeben oder nicht wirklich Bezug nehmen auf das, was in dieser Vorlage drin steht. Das finde ich ein bisschen amüsant und ich glaube, es ist Teil des Problems. Zu der Frage, brauchen wir Regulierung, brauchen wir Regeln? Ich glaube, wir brauchen immer dann Regeln, wenn die Stärkeren drohen, die Schwächeren zu überrollen. Ich denke, dass das im Moment im Internet passiert, im Internet, mit dem Internet. Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie die Kraftverhältnisse der Wirtschaftsunternehmen dort sind. Wir haben momentan 4 sehr starke Unternehmen, die, wie mir jemand auch mal sagte aus dem Netzpolitikbereich, das tun, was das Internet nun mal ist, nämlich aggregieren und alles möglichst stark aggregieren, damit man sich auch irgendwie wieder zurechtfindet. Ich halte das nicht für richtig. Und ich glaube, dass dort von Unternehmen Regeln gesetzt werden, die wir eigentlich als Gesellschaft setzen müssten. Das ist, glaube ich, schon alles, was ich dazu sagen muss jetzt. Also ich könnte vielleicht ein paar ganz grundsätzliche Anmerkungen machen, die mir so beim Überlegen über ein Thema und im Laufe der vielen Debatten, die in den letzten Monaten stattgefunden haben, so durch den Kopf gingen. Also das eine ist, ich glaube, in den Jahren, wo ich mich selber mit dem sogenannten geistigen Eigentum befasse und den Regeln dazu, war noch nie so viel öffentliches Interesse. Ich habe vor einigen Jahren meine Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben, da hat es eigentlich nur so eine Expertengruppe interessiert und mittlerweile kann man sich eigentlich kaum retten vor unterschiedlichen Diskussionsebenen, die internationalisieren sich. Wir haben den ersten richtig großen Erfolg im Sinne des Widerstands gegen internationale Abkommen mit ACTA, da glaube ich auch ein gewisses politisches Erdbeben ausgelöst hat in verschiedenen Ländern. Der Schreck war relativ groß, wie viele Leute sich plötzlich wehren und sich überhaupt für diese doch ziemlich komplizierte Rechtsmaterie der Immaterialgüterrechte interessieren. Und dann scheint mir in den letzten Monaten, dass sich der verschiedentliche Kampf, auch der politische Kampf im Sinne des Lobbyismus, aber auch der Zivilgesellschaft zunehmend aufsplittert, nämlich auch ganz gemäß den der unterschiedlichen rechts- und auch gesellschaftlichen Fragen, die sie stellen.
also die Verwertungsgesellschaft mit jetzt einkriegt, denn diese Ebene international, aber auch generell die Internationalisierung, die man aus meiner Sicht am besten bei Sopa und Pippa gesehen hat, wo ja doch der eigentliche Protest, der dann ja in Europa in diesem ACTA-Widerstand kulminierte, eigentlich von Amerika ausging. Und mir scheint als dritter Gedanke, dass sich in letzter Zeit immer mehr grundsätzliche Fragen stellen und dass ich immer mehr Leute treffe, auch im akademischen Bereich, die die ganzen Konzepte, die in den letzten 2-3 Jahrhunderten gewachsen sind, rund um diese Immaterialgüterrechte hinterfragen und eine ganz neue Regulierung wollen. Die Grünen hatten interessanterweise letzte Woche ihre Konferenz zum Urheberrecht unter das wunderbare Motto Vergüten statt Verfolgen gestellt. Denn aus meiner Sicht ist die Frage der Rechtsdurchsetzung und die Frage, wie man vor allen Dingen im nicht kommerziellen Bereich Leuten nachstellt, so zentral geworden, dass ich schon mehrere Generationen Studenten kenne, die sich einfach, die sich angewidert von den Regeln, wie sie jetzt sind, abwenden. Und da entsteht für mich natürlich auch eine gewisse Gefahr, denn ich glaube, dass eine ganz überwiegende Mehrheit der Menschen die Urheberpersönlichkeitsrechte sehr, sehr achtet und hohe Wertschätzung für kreative Werke hat in allen Richtungen der Kunst, aber dass durch den Verfolgungsdruck und die Perversionen, die teilweise im Verwertungsrecht entstanden sind, sich auch eine gesellschaftliche Meinung, die nicht mehr unbedingt auf der Akzeptanz der Urheberpersönlichkeitsrechte Fuß bildet. Und ich finde, da geht es grundsätzlich gegenzuarbeiten. Ich soll mich ja beschränken, ich bin schon still. Dankeschön, das war alles noch im grünen Bereich mit den 5 Minuten. Sehr diszipliniert bisher. Olaf. Ja, vielen Dank. Ja, ist natürlich jetzt einfach daran anzuknüpfen natürlich, Thema Urheberpersönlichkeitsrecht ist jetzt natürlich ein sehr deutsches Thema. Amerikaner kennen Urheberpersönlichkeitsrecht überhaupt nicht. Das zeigt einem im Endeffekt auch, dass es eigentlich eine internationale Debatte ist eigentlich. Dabei muss man auch ganz klar sagen, die urheberrechtliche Thematik, die jetzt sehr stark im Vordergrund steht, ist meiner Meinung nach eigentlich nur ein kleiner Teil der gesamten Diskussion. Ja, Urheberrecht ist irgendwie Eigentumsrecht, da kann man jetzt über Eigentum und wem gehört was halt mal trefflich streiten. Es ging ja, Ausgangspunkt war ja eigentlich die Frage Regulierung, nach welchen Regeln funktioniert das Internet eigentlich. Das stößt natürlich jetzt in der momentanen Rechtssetzung an viele Grenzen, weil das Internet jetzt ein Phänomen ist, was jetzt nicht an den Landesgrenzen halt aufhört, sondern halt ein internationales Thema ist. Das spiegelt sich dann bei der Urheberrechtsdebatte wie in vielen anderen Themenbereichen natürlich auch ab, ob es um Kommunikation geht beispielsweise. Die Überschrift ist ja eigentlich ein Netz für alle, ja, Freiheit. Ein freies Internet, ja, lohnt sich es für zu kämpfen. Das ist natürlich ein sehr großes, breites Thema. Die Frage ist das Internet überhaupt frei? Wenn ja, wer garantiert die Freiheit im Internet? Wenn ich mir die einzelnen Individuen angucke und auch die Debatte, die jetzt sich um diese Thematik eigentlich entspannt, stellt man fest, es gibt ja unterschiedliche Protagonisten, die jetzt eine Rolle spielen. Ja, es gibt den Staat, der muss irgendwie eine Rolle einnehmen. Es gibt natürlich die privaten Personen, die Verbraucher, die Einzelnen, die Zivilgesellschaft ist ja sehr breit zusammengestellt halt, dann gibt es die großen Unternehmen, die schon angesprochen wurden, die alle haben irgendwie das Interesse an Freiheit, die haben auch sagen, es gibt eigene Rechte, wir möchten unsere Rechte halt ein Stück weit im Internet wahrgenommen sehen und da ist jetzt die große Frage, nach welchen Regeln funktioniert das und das war ja das, was Halina gerade kurz angedeutet hat, eigentlich nach welchen Regeln wird momentan im Internet gespielt und wer ist eigentlich dafür zuständig, überhaupt da Regeln aufzustellen? Meine These ist da eher, das Internet befindet sich so ein bisschen im Mittelalter noch, es gibt da ein bisschen wie Feudalismus eigentlich, es gilt das Recht des Starken, momentan sind es starke Unternehmen praktisch, die die Regeln eigentlich vorgeben und dann kommt der Staat und der Gesetzgeber, der ein bisschen hinterherläuft, immer feststellt, oh, das Internet, das ist komplex, das ist sehr weit verzweigt halt, ja, was muss der Staat da jetzt tun, um hier entweder die Mächtigen, die Großen einzuschränken, gleichzeitig die Individuen zu schützen halt, verschiedene Rechtsgüter da gegeneinander abzuwehren und das Hauptproblem ist ja, dass wenn jeder frei ist, die Freiheit stößt ja immer da an Grenzen, wo sie auf die Freiheit anderer trifft halt und dementsprechend ja, muss es eigentlich eine gesellschaftliche Debatte geben über die Frage, braucht man nicht sowas wie eine Internetverfassung, ja, Grundrechte im Internet halt, die international weltweit gelten und jetzt kann man über ACTA oder die ganzen anderen internationalen Abkommen denken, wie man will. ACTA hat ja eigentlich zum Ziel gehabt, ich sag mal, einen gewissen internationalen Standard einzuziehen. Ob man den Inhalt nicht so mitträgt, ist eine Frage, aber meiner Meinung nach ist das Scheitern von ACTA eigentlich ein Zeichen, dass die momentan demokratischen Prozesse halt hinterfragt werden müssen. Kann man internationale Abkommen noch überhaupt schließen? Wenn ja, wie werden die geschlossen und wer stellt da die Regeln auf? Immer dann, wenn man auch weiß, dass internationale Abkommen natürlich viele kulturelle Räume praktisch mit sich befinden. Sie
Anfragen von Urheberrechtsinhabern. Insofern kommt zum Beispiel ein Hollywood. Interessant, ich habe keinen Ghostwriter, ich habe auch niemanden, der mir was ins Ohr flüstert. Ja? Das war jetzt von mir kein Beitrag, ich fand das jetzt sehr spooky irgendwie. Keine Ahnung. Das zeigt aber auch, dass die Technik sehr komplex ist, dass Technik durchaus sich selbstständig macht und irgendwie, um das, meinen Punkt mal abzuschließen, halt, also ich würde dafür eintreten wollen, halt, dass sich irgendwie ein demokratischer Prozess entfaltet, halt, der aus der Gesellschaft heraus, aus der Zivilgesellschaft heraus halt, sich Gedanken darüber macht, welche Spielregeln gelten im Internet, wer hat welche Rechte, sowohl der Einzelne wie auch möglicherweise der Staat, welche Eingriffsrechte hat er halt, und das ist wahrscheinlich der Kern der Debatte und jetzt nicht nur die Debatte um Urheberrechte und Eigentum. Natürlich, ich sitze ja jetzt sozusagen als Vertreterin der Nutzerin des Netzes hier auf dem Podium und zum anderen aber auch als eine ja, NGO, die auch politisch mitgestalten möchte, mitgestaltet. Und ich sehe das anknüpfend an die Feststellung, dass quasi die Gesellschaft da mehr mitentscheiden sollte, mittragen sollte, sehe ich durchaus richtig, dass diese Forderung weiterhin da sein soll. Allerdings, was noch unter anderem auch ein Problem war, ACTA war ja ein Abkommen, das sozusagen vorhandenes Recht zementierte und wenig Möglichkeiten wäre ACTA umgesetzt worden, dazu führen würden, dass man die jetzigen Rahmenbedingungen irgendwie ändert, ne, in Form von Gesetz. Und ich persönlich meine, dass auch großes Missverständnis darüber da war, wie dieser Prozess dieses Abkommens zustande kam. Also sprich, dass es lange hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde, dass es wurden Entwürfe geleakt und daraufhin gab es großes Unverständnis in den Teilen oder bei den Menschen, die mit auf die Straße gegangen sind. Ich denke, da muss aufgebrochen werden, es muss öffentlicher, breiter diskutiert werden. Ja. Also wenn ich das jetzt hier gerade alles richtig mitverfolgt habe, habe ich niemanden gehört, der gesagt hat, Regeln brauchen wir nicht. Du kannst sofort, ich versuche hier durchaus auch ein bisschen Provokation hier reinzubringen, ja, das ist mir zumindest schon mal gelungen. Regeln brauchen wir nicht, es fiel das Wort Internetverfassung, es fiel das Stichwort Recht der Stärkeren, wobei vor allen Dingen Konzerne und Monopole darunter verstanden worden sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder auch den Staat beschränken und dagegen müsse der Staat, das wäre nämlich eine Frage, bevor Constanze erstmal nochmal die Frage zu den Regeln beantworten wird. Die Frage, die sich mir stellt nach allen Redebeiträgen hier ist immer noch die Frage, wer soll, wenn man Regeln möchte, diese Regeln aufstellen? Geht das mit dem Staat? Geht das europäisch? Geht das weltweit? Und Constanze, da du eh gleich was sagen willst, du hast gesagt, wir haben einen Erfolg. Wer ist denn eigentlich wir? Also mein persönlicher Eindruck ist, dass es unglaublich viele Aktivistinnen und Aktivisten gibt und die sind dann auch organisiert und aber zum Teil wirklich nur zu einem Themengebiet, also nur zu ACTA. Da widerspricht dann Lavinia, also habe ich schon zwei provoziert, das ist sehr gut. Also wer ist dieses Wir? Gibt es da nicht eher eine Vereinzelung? Braucht es da eine Organisation? Gibt es vielleicht schon Organisationen? Und wenn ich das richtig gesehen habe, um dann auch die Reihenfolge hier schon mal festzulegen, hat Olaf auch noch einen Einwand gegen Lavinia gehabt. Und Eva fällt bestimmt auch noch was ein, wo sie widersprechen kann. Constanze. Kommen wir zu der sozusagen letzten Frage. Natürlich zum Schluss, wer ist denn eigentlich wir? Aber also musst du den Eingangsstatements schon noch mal was sagen und der Frage der Regulierung. Wir müssen mal ein paar Sachen festhalten, wenn wir schon über ACTA-Regulierung reden. Wir wissen bis heute nicht, wer hat eigentlich für uns, also für die Bundesrepublik, an dem Tisch da gesessen. Wer ist eigentlich der Vertreter oder mehrere, möglicherweise sind es ja mehrere. Da führt Matthias Schindler ja immer noch, mittlerweile ja auch wahrscheinlich dem Frage ist ja Gericht. Die
oder zumindest den Versuch rauszukriegen, wer saß da eigentlich? Wir hatten da verhandelt. Ganz langsam, jetzt das Huhn ein bisschen schlechter wird, immer noch sehr gut. Möglicherweise sollten wir in so einen Dialog treten, oder? Ich versuch's mal nochmal. Also, das ist der Punkt, der mir wichtig ist. Wir wissen gar nicht, wer hat da für uns gesessen. Die berühmten Brüsseler Hinterzimmer sind da viel angesprochen worden. Ja? Der Prozess lief 6 Jahre. Und wer da für uns verhandelt hat, wissen wir nicht. Und die Vermutung ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass dort mal wieder die Verwerterinteressen mit am Tisch saßen. Und das ist, was mich an der grundsätzlichen Frage der Regulierung natürlich stört. Mir scheint nämlich, dass die Zusammensetzung in den Verhandlungen, egal ob auf nationaler Ebene oder darüber hinaus, in der Regel eben nicht so zusammengesetzt sind, wie die Interessen bei den Immaterialgüterrechten sein sollen. Beispielhaft will ich nur mal die Wissenschaft nennen und die Bibliotheken und die Archive. Die sind in der Regel nicht beteiligt. Die müssen immer nur schlucken, was da kommt. Da besteht einfach nicht so die Lobby und schon gar nicht die organisierte und schon gar nicht die Finanzstarke. Und ich finde halt den Fokus immer so stark darauf zu legen, dass es hier um ökonomische Interessen geht, finde ich falsch. Mal besser. Ja. Vielleicht sind sie auch dass die Leute nicht umsteigen. Und vielleicht jetzt also ja, zu der anderen hat verschiedene Frage, Gründe, aber auf jeden Fall nicht die Gründe, dass das Google in der Stellung ist, in der es jetzt eine Markt macht. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, Sabotage, was stattfindet. Aber wir kriegen das hin, Konstanze redet. Versuch mal weiterzureden. Die Wir-Frage zuletzt noch. Also bei der ACTA-Sache, da ist der Beginn von Wir interessanterweise ein Haufen polnischer Aktivisten gewesen, die ein paar 10.000 Leute auf die Straße bekommen haben. Und Wir war vor allen Dingen dort auch die Wikipedia, denn dass die sich eingeschaltet hat in der Sopa-Pippa-Debatte, die ja dem ACTA-Protest unmittelbar vorausging, war eine ganz entscheidende Sache, um viele Leute, die sich wenig für Netzpolitik und schon gar nicht für Urheberrechte im engeren Sinne interessieren, überhaupt auf Probleme aufmerksam zu machen. Das ist auch ein zweites Mal erfolgt. Die russische Wikipedia hat ein paar Monate später eine ähnliche Aktion mitgemacht. Also ich glaube, dass es wichtig wird, dass man Zusammenschlüsse, gerade nicht kommerzielle, wie die Wikipedia eine ist, die unmittelbar betroffen sind von solchen Beschlüssen, mit einbezieht. Ich bin also immer gern dafür, das Wir zu erweitern. Bevor wir in der Redeliste weiterfahren, will ich nur anmerken, also Eva hat sich jetzt provoziert gefühlt, wird auch noch was dazu sagen, würde nur verfahrensleitend sagen wollen, auch Konstanze, du hast jetzt nicht gegen Regeln gesprochen, ich will euch nichts vorschreiben, was ihr hier sagt, aber du sagst, wir haben Regeln, würde nur gerne trotzdem noch mal ein bisschen weiter gucken in den Bereich, Konstanze sagt jetzt, wir haben Regeln, sind die ausreichend, wenn jemand sagt, er will weitere Regeln, wo sollen die gemacht werden? Ich würde gerne bei dieser Ausgangsfrage noch mal ein bisschen weiter rumwühlen und auch noch mal die Frage des Wirs genauer beleuchten wollen, nämlich die Frage, gibt es wirklich außer zu einzelnen Themen quasi eine zivilgesellschaftliche Bewegung? Oder? Ja, das ist jetzt natürlich schon die richtige Diskussionsgrundlage, glaube ich, und das ist auch da, wo wir von herkommen halt. Zu ACTA selbst hatte ich das Privileg, bei ACTA-Debatten dabei zu sein, seit 2009 eigentlich in Brüssel, und muss ganz ehrlich sagen, ist völlig unverständlich eigentlich, dass man sagt, es war jetzt wenig transparent, weil wer hat da ACTA verhandelt? Das waren natürlich die Emissäre der Bundesregierung, die praktisch aus deutscher Sicht halt in Brüssel diskutiert haben. Das ist bei solchen internationalen Abkommen Standard halt. Da kommen dann die Vertreter aus dem Außenministerium und. Gut, die Frage ist, wie transparent funktionieren solche Prozesse? Das ist ja jetzt seit die Piratenpartei jetzt das Thema Transparenz in den politischen Dialog eingespeist haben. Generell die Frage, wie transparent laufen solche Verhandlungen ab, wie transparent ist politische Meinungsbildung auf der institutionellen Ebene. ACTA selbst wurde 2010, lange bevor die ersten Proteste waren, öffentlich im Straßburger Parlament diskutiert. Da kann heute noch bei YouTube können zahlreiche Wortbeiträge von Parlamentsabgeordneten, die demokratisch legitimiert aus meiner Sicht halt da entsprechend ja entsandt wurden von den Ländern, von ihren Parteien praktisch. Da wurde ACTA lang und breit diskutiert. Das bedeutet so, diese berühmt-berüchtigten Brüsseler Hinterzimmer gab es eigentlich nicht, wo eine kleine Schar von Lobbyisten mit Interessenvertretern quasi internationale Abkommen aushandeln. Ich glaube, so einfach sollte man es nicht machen. So einfach funktioniert das auch in Brüssel nicht. Es sind schon
demokratische Prozesse, glaube ich, die da stattfinden und die Debatte, die man generell hat, und das kommen wir zum Wir eigentlich, wer ist wir, ja, wer ist Gesellschaft, wer ist Zivilgesellschaft, das ist das, was Lavinia vorhin gesagt hat, wo ich eigentlich widersprechen wollte, die Frage, ich vertrete hier die Nutzer des Internets, wer sind denn die Nutzer des Internets, das sind ja auch alle, das ist doch die großen Internetkonzerne, nutzen das Internet meiner Meinung nach auch, es ist die Frage halt, ob es das Individuum ist, der einzelne Bürger praktisch, der möglicherweise anonym oder auch nicht anonym im Internet agieren soll oder nicht, wie durchlässig sind diese Internetsysteme, das war der Vortrag, der Eingangsvortrag zielt ja ein Stück weit drauf ab, was macht Facebook da eigentlich, wie offen muss Facebook sein, wie sind die Spielregeln dort, das sind Dinge, die momentan die Unternehmen, die ja Dienste anbieten, halt definieren. Google definiert, werde ich im Internet überhaupt gefunden oder werde ich nicht gefunden? Nach welchen Regeln werde ich da gefunden? Das ist alles sehr intransparent natürlich und da würde man sich mehr Transparenz wünschen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich eine Grundsatzdiskussion über die Frage, müssen diese Regeln, die Halina jetzt möglicherweise diskutiert sehen möchte, von wem werden die gesetzt? Und da muss man ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, das müssen natürlich, die Gesellschaft muss diese Regeln setzen und zwar mit allen gesellschaftlichen Teilnehmern. Das sind natürlich die ganzen Bürgerinnen und Bürger, das sind Unternehmen, also wirtschaftliche Organisationen, das sind Institutionen, das ist ein breiter gesellschaftlicher Dialog, der da geführt werden muss. Das ist nicht groß gegen klein oder ich gegen dich oder starke Finanzkraft gegen arme Netzsurfer, sage ich jetzt mal, sondern es ist eine gesellschaftliche Debatte, die man führen muss, wo die Gesellschaft einbezogen werden muss. Und das ist, ich sag mal, wahrscheinlich eine ähnliche Debatte wie bei einer Staatsgründung, wo man darüber nachdenken muss, was für eine Verfassung geben wir uns hier, wie sind die Spielregeln, wie sind die demokratischen Prozesse, gibt es eine unmittelbare Demokratie, gibt es quasi eine mittelbare Demokratie, eine repräsentative Demokratie, das ist also eine Verfassungsdebatte eigentlich, die Frage, wer setzt die Regeln einfach. Und ich plädiere da mal für demokratische Regelungen unter Beteiligung der gesamten gesellschaftlichen Repräsentanten halt, also wer repräsentiert wen und da muss man dann zu einem demokratischen Prozess und zu einer Entscheidung kommen. Also das sind wir eigentlich, ja, die gesamte Gesellschaft und da sind alle Teilnehmer mit gemeint, meiner Meinung nach. Das ist der Einzelne, aber das sind auch Verbünde und das sind auch Unternehmen möglicherweise, die da wirtschaftliche Interessen verfolgen. Das ist völlig legitim. Das ist ein Abbild auch zu unserer realen Gesellschaft halt. Da wird auch gerungen im gesellschaftlichen Dialog um Regeln, um Spielregeln eigentlich und das wäre das, wofür ich plädieren würde. Die große Problematik, die wir bei der Internetdebatte haben, ist, dass es länderübergreifend ist, dass verschiedene Kulturkreise involviert sind, die alle mit einem unterschiedlichen demokratischen Verständnis, mit einem unterschiedlichen Verständnis darüber, wie Regeln gesetzt werden können oder sollen und was dem Einzelnen zugemutet werden kann. Und das ist die Problematik bei der Debatte. ACTA selbst für sich war kein Problem, meine ich. Und ob da Regeln jetzt festgeschrieben werden, die dann langfristig nicht geändert werden können, das ist natürlich auch wieder die Frage. Generell kann man alle Regeln ändern. Ja, man kann auch Verfassung ändern. Das sind Prozesse, die müssen halt demokratisch ablaufen, meiner Meinung nach. Erst Eva, dann Lavinia und dann habe ich noch mal ein paar Nachfragen. Ich würde da gerne noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, wir diskutieren alle schon ganz herrlich, wer setzt Regeln, wer ist wir, wer sind Gesellschaft. Jetzt nicht nur hier, sondern generell, aber wir haben die Begriffe noch nicht geklärt. Also wir wissen noch nicht mal, über wen wir sprechen, wenn wir über die Nutzer, die Verwerter, die Politik, die was auch immer sprechen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil wir verfransen uns in Begrifflichkeiten, die wir nicht definiert haben. Was ist kommerziell, was ist nicht kommerziell im Netz? Was ist öffentlich, was ist nicht öffentlich im Netz? Und ich glaube, wir müssen uns die Mühe machen, die Begriffe so zu definieren, dass sie dem entsprechen, was im Internet tatsächlich passiert. Und solange wir das nicht machen, werden wir immer aneinander vorbeireden und sagen wir mal, Feindbilder aufbauen. Da habe ich eben gezuckt, als Konstanze sagte, die Verwerter saßen wieder im Hinterzimmer. Die Verwerter sind genauso der Künstler, der hier draußen auf der Straße steht, der verwertet auch. Also das ist mir zu blockartig gedacht. Natürlich, wenn er sein Werk auswertet, ist er ein Verwerter. Das meine ich mit Begriffdefinition. Ja? Also wenn ich über Verwerter rede, dann meine ich die ganz Großen, die Rechte auswerten. Ich meine aber genauso die ganz Kleinen. Und die Frage ist, können wir die überhaupt über einen Kamm scheren? Können wir die als Block aufstellen und sagen, das sind die Verwerter, die sind so und so? Oder, weiß ich nicht, das ist die Politik, die so und so machen wir nicht. Ja? Ich glaube, das müssen wir definieren. Das haben wir bisher nicht getan.
wir können mal bei Nutzer anfangen. Also Olaf hat eben schon mal begonnen damit. Er sagt, wer ist ein Nutzer? Facebook ist ein Nutzer des Internets, ich bin ein Nutzer des Internets, die digitale Gesellschaft ist ein Nutzer des Internets. Also wir alle kommunizieren darüber. Wir reden aber vom Nutzer oft in einer Konnotation, das ist der Privatmensch. Stimmt aber nicht. Es ist nicht nur der Privatmensch. Und da finde ich, bevor wir überhaupt darüber diskutieren, welche Regeln wofür, sollten wir definieren. Über die Akteure. Wer sind die Akteure? Ich finde, momentan können wir diese Definition gar nicht so festlegen, weil natürlich hast du einen ganz anderen Blick auf, wer ist Verwerter oder wer ist Nutzer oder so. Wenn diese Definitionen, die werden wir momentan nicht zusammenbekommen. Da sind wir noch weit weg, denke ich. Und ich glaube auch nicht, dass wir momentan so richtig aneinander vorbei diskutieren. Meistens ist es wirklich so, dass vielleicht nicht die Richtigen miteinander diskutieren. Das kommt ja auch noch häufig vor, dass wir quasi auf Veranstaltungen gehen, weil wir genau wissen, da ist jetzt wieder, sind genau die gleichen 5 Personen, die ich auch schon bei der vorherigen oder vorvorletzten Veranstaltung gesehen habe. Also ich glaube, das ist nicht so ganz der Weg, wo es hingeht. Nehmt die Mikrofone, wenn ihr reinsprechen wollt. Meiner Meinung nach ist die ACTA-Diskussion so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist, weil eine Definition in ACTA nicht klar war. Nämlich, wer ist hier eigentlich adressiert? Für wen, wer soll hier eigentlich reguliert werden oder wessen Verhalten soll reguliert werden? Viele Leute, die pro ACTA argumentiert haben, und ich habe nicht pro ACTA argumentiert, haben gesagt, hier sollen Regeln für wirtschaftende Unternehmen gesetzt werden, Leitplanken festgelegt. Und die Leute, die dagegen argumentiert haben, haben gesagt, hier sollen auch Regeln für Privatmenschen, die sich im Internet bewegen, festgelegt werden. Und darüber ist der Streit entbrannt. Na, ich sag mal, Regeln, also ich sag mal, was ACTA gemacht hätte, ACTA hätte keine neuen Regeln geschaffen. Es hätte sozusagen vorhandene Regeln genommen und hätte sie in der Form zementiert, was ich vorhin schon mal eingangs gesagt hatte. Ne? Ja. Und sozusagen eine Angleichung der Regeln mit dem Hintergrund verschiedener Kulturen und so weiter ist, so wäre auch durch ACTA nicht möglich gewesen, meines Erachtens. Ja. Also. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen auf den Titel der Veranstaltung hinzugehen, zu schauen, nämlich der Kampf ums freie Internet. Unterschiedliche Positionen zu ACTA, unterschiedliche Fragen. Haben wir schon genug Regeln? Ich überspitze. Haben wir schon genug Regeln? Brauchen wir Regeln? Müssen wir erst Definitionen aufstellen, um Regeln zu machen? Setzen ja auch immer voraus, dass man sagt, entweder wir haben kein freies Internet oder wir haben noch ein freies Internet. Das ist bedroht. Deswegen würde ich mich jetzt schon noch mal interessieren, um mal den Punkt anzufangen, das klappt doch, ne? Um mal den Punkt anzufangen, wir brauchen Definitionen. Haben wir ein freies Internet? Wenn ja, warum ist es in Gefahr? Wenn nein, reichen die Regeln aus? Brauchen wir neue Regeln? Vielleicht das nochmal in die Runde geschoben. Weil ich glaube, also wir können jetzt gerne auch noch eine halbe Stunde über ACTA reden. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, aber ich würde schon gerne nochmal auf den Punkt freies Internet, wie sichern wir das, wenn wir es nicht haben, wie erreichen wir es und was ist dafür notwendig gehen? Ich finde, dass ACTA... Nur noch ein Satz. Und ansonsten nehmt durchaus die Mikrofone und redet auch aufeinander ein. Ich erteile hier nur manchmal das Wort, ihr könnt es euch auch selbst nehmen. Ich finde, dass ACTA tatsächlich nur ein Beispiel ist, nämlich... Aus meiner Sicht ist das ein Beispiel dafür, dass einfach mal ein Großteil der normalen Internetbenutzer im Sinne von Privatmenschen einfach mal gezeigt hat, dass es den Rand voll hat. Denn ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so ein Prozess gewesen. Denn wenn ich immer so höre, das ist ein bisschen, als wenn wir über eine Verfassung verhandeln. Fakt ist doch der, wir haben diverse Regeln. Ländern der ersten Welt und auch natürlich in den sogenannten Abkommen und der Berner Übereinkunft. Wir haben vor allen Dingen ausdifferenzierte Regeln zur Rechtsdurchsetzung. Ich will mal daran erinnern, dass wir in den letzten Tagen darüber gestritten haben, viele werden es mitbekommen haben, dass plötzlich so ein automatisierter Copyright-Bot die Rede von Michelle Obama abgeschaltet hat, dass der Hugo Award nicht übertragen werden konnte. Das heißt, die rechtlichen Regeln, die jetzt bereits existieren, gegen die wir kämpfen und die wir nicht zementieren wollen, ich jedenfalls, die sind bereits auch in Technik gegossen.
Sie machen sich fest an den Regeln, die sich für die Netzneutralität, die sich ja auch aufs freie Internet sehr auswirkt. Ich will sagen, wir starten nicht vom Nullpunkt und machen jetzt irgendwie die Regeln aus, sondern wir müssen uns erstmal damit auseinandersetzen, wie die Rechtsdurchsetzung eigentlich ist und die Regeln. Ich will mal das Beispiel des Google-Transparenz-Reports dazu nehmen. Google killt pro Monat mehrere Millionen Links einfach auf Anfrage von irgendwelchen Anwälten. Ja, die Abmahnindustrie, über die wir lange gestritten haben. Also das heißt, wir sind ja an einem Status quo, der aber offenbar einer Menge von Menschen nicht mehr behagt, weil einfach offenbar die Verwerterinteressen, und zwar die der organisierten großen Verwerter, sehr stark und auch aus meiner Sicht sehr wirkungsvoll durchgesetzt werden. Ich kann ein letztes Beispiel gerne noch erzählen, was vielleicht nicht so bekannt ist, wo wir das beim CCC ganz unmittelbar merken. Und das ist unser Tracker. Wir betreiben einen offenen Tracker. Ein Tracker vermittelt Torrents. Das heißt, wir sind wie so eine Kontaktanzeige, aber wir wissen nicht, wer sich da mit wem unterhält. Wir haben also nur Hashes, wie Chiffren in einer Kontaktanzeige, die wir vermitteln. Viele Millionen. Und wie ich mir habe erzählen lassen müssen, denn so langsam sind die kommerziellen großen Verwerter darauf aufmerksam geworden, kriegen wir so Faxe. Da sind dann so ein paar Dutzend Hashes. Die müssen wir austragen. Wir wissen nicht mehr, was in den Hashes steht. Ob das eine Rede von Nelson Mandela ist oder ein Album von Lady Gaga. Wir müssen sie aber runternehmen. Das ist die geltende Rechtslage. Und wenn die uns 80 Faxe am Tag schicken, müssen wir das auch tun. Ja. Das heißt, wer den Google-Transparenz-Report liest und sieht, was das eigentlich bedeutet, dass nämlich auf Zuruf, ja, so wie bei den Bots, die schon so programmiert sind, einfach was vom Netz genommen wird, der kann nicht darüber reden, dass wir noch ein freies Netz haben. Und dagegen müssen wir uns aus meiner Sicht wehren. Also, da habe ich auch natürlich ein bisschen Mitleid mit den Abmahnanwälten, aber gut, also die werden dann halt arbeitslos. Jetzt bin ich zwar kein Abmahnanwalt und du musst auch kein Mitleid mit mir haben, aber ich gehöre natürlich auch zu den Anwälten und das ist ein Teil meines Geschäfts. Wir, klar, gehen auf Google zu, wollen da Links löschen. Ich habe jetzt so einen Aspekt, ich habe halt viele Mandantinnen. Das sind auch junge Mädchen durchaus, von denen Fotos im Internet veröffentlicht werden, die da ohne ihre Einwilligung vom Ex-Freund beispielsweise anonym hochgeladen werden, die dann auf einmal feststellen, Mensch, da sind ja viele Dinge von mir im Internet, die gefallen mir nicht, die möchte ich nicht im Internet haben. Und da ist die Frage, was machen wir damit halt? Ne? Du kannst sagen, gut, hast ein bisschen Pech gehabt halt, ne, dass du dich von dem Freund getrennt hast, der veröffentlicht zwar jetzt Fotos von dir, das musst du halt so hinnehmen. Du darfst keine Fotos von dir machen lassen, die dann hochgeladen werden können. Also das ist ja das, was ich meine. Die Debatte ist halt komplex. Es geht ja nicht nur darum, dass Google illegale Inhalte nicht auffindbar machen soll. Die Frage ist doch, nach welchen Regeln machen die das? Und wer prüft das? Ja, Google sagt immer natürlich, wir können das wahrscheinlich kaum leisten, diese Millionen von Anfragen zu gucken, ist das jetzt eine berechtigte oder eine unberechtigte Anfrage, auf welchem rechtlichen Fundament steht diese Anfrage. Ja, wenn es um Persönlichkeitsrechtsverletzungen geht, dann ist es in Ordnung, dann können wir total verstehen, wenn da was von mir im Internet auftaucht, was ich da nicht haben möchte, dann kann ich das machen. Aber wenn es dann irgendwie ums Urheberrecht geht, dann kann man nochmal kontrovers diskutieren. Die Frage ist auch, nach welchen Regeln funktioniert das? Und ich gebe dir völlig recht, das Internet ist heute nicht frei, es war nie frei und es wird nie frei werden. Die Frage ist nur, wie definiere ich Freiheit? Wo fängt Freiheit? Ist Freiheit Anonymität zum Beispiel im Internet? Das sind auch mal Fragen. Gibt es ein Recht auf Anonymität halt? Ist das, wenn es ein Recht auf Anonymität gibt, was hat das für Auswirkungen beispielsweise? Alles das sind Debatten, die muss man halt führen. Da muss man auch eine Entscheidung treffen, glaube ich, als Gesellschaft. Jetzt nicht, ich sag mal, losgelöst von einem gesellschaftlichen Diskurs, aber da muss eine Entscheidung getroffen werden. Was heißt denn Freiheit eigentlich? Wie ist Freiheit zu definieren? Da kann man jetzt, deswegen, ich bin wie gesagt Jurist, ziehe mich mal aufs Grundgesetz wieder zurück. Da sind ja schon eine ganze Menge von Definitionen zum Thema Freiheit niedergelegt halt. Allgemeine Handlungsfreiheit, also das Grundgesetz hat in den Kommentaren da die Freiheit des Einzelnen ziemlich weit schon ausdefiniert. Jetzt ist es relativ einfach zu sagen, aus Deutschland heraus zu sagen, was im deutschen Grundgesetz steht. Das ist auch gut für alle anderen. Es gibt dieses internationale Grundrechtscharta zum Beispiel. Da müsste man jetzt nur mal so ein paar digitale Grundrechte mit einpflegen. Das Thema Datenschutz wird immer wieder bemüht. Das Thema Datenschutz kann man aus vielen Perspektiven sehen. Es wird von vielen in unterschiedlichen Bereichen genutzt, um entweder Forderungen abzulehnen oder aber auch Forderungen zu stellen. Ja, da gibt es einerseits diejenigen, die sagen, Datenschutz dient dazu, mich vor dem Staat zu schützen. Ja, das ist ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Ich muss anonym gegenüber dem Staat irgendwo agieren können. Der darf mich nicht überall verfolgen können. Es gibt die anderen, die Datenschutz etwas anders auslegen. Die nehmen eine andere Perspektive an. Die sagen, Datenschutz ist Ausfluss der informationellen Selbstbestimmung. Eigentlich, ich soll selbst über meine Daten bestimmen können.
Ich muss selbst entscheiden können, wann ich öffentlich bin, wann ich privat bin, wann ich nach außen trete. Das sind komplexe Debatten und so muss man auch diese Themen aufnehmen. Ich habe vorhin schon gesagt, ja, Freiheitsrechte des Einzelnen finden immer da die Grenze, wo sie andere Freiheitsrechte tangieren. Und wo ist da der Ausgleich? Ja, wenn man jetzt diese Urheberrechtsdebatte nimmt, ist mal die Frage, da treffen möglicherweise unterschiedliche Freiheitsrechte aufeinander, nämlich die Freiheit des Anbieters darüber oder des Urhebers darüber zu befinden, was passiert mit meinem Werk eigentlich. Ja? Wer darf darauf zugreifen, wer kommerzialisiert das, was passiert damit? Mittlerweile gibt es natürlich auch die Diskussion über die Frage, ja, die Nutzer dieser Werke, die möchten auch gern frei zugreifen können, die wollen selbst bestimmen, was sie mit diesen digitalen Dingen tun können, was sie gucken, was sie runterladen. Es gibt Kommunikationsfreiheit, die Frage ist, wer kommuniziert wie, mit wem, in welchem Rahmen, wer darf über wen was sagen beispielsweise auch, das sind auch, fließt wieder ins Persönlichkeitsrecht eigentlich ein. Das sind alles Dinge eigentlich, die wir schon kennen, die momentan ja auch in der realen Welt diskutiert werden und schon teilweise seit Jahrzehnten Gegenstand von rechtlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sind. Ja, aktuell wieder unsere Ex-Bundespräsidentengattin, die überlegt, wie kriege ich jetzt das Internet ein Stück weit leergefegt bezüglich irgendwelcher Dinge, die sie nicht mag halt. Ja, das sind die Debatten, die wir haben. Ja, und es geht um Freiheit. Wie definiert man das und auf welchem Fundament führt man es? So, jetzt kann man die bestehenden gesetzlichen Regelungen natürlich kritisieren. Man kann auch daran arbeiten, die zu verändern. Aber die Frage ist, in welche Richtung verändert sich das und wer bestimmt da möglicherweise auch auf internationaler Ebene über das Regelwerk, ja? Das ist die Debatte und ich persönlich finde, es muss ein demokratischer Prozess sein halt, ja, und damit hat man noch eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte, wollte Lavinia nochmal reagieren und Eva auch. Ich fand das jetzt irgendwie so die flammende Rede für die Erweiterung der privaten Rechtsdurchsetzung in vielerlei Aspekten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so Sinn und Zweck und da eine Verbreiterung dessen so sinnvoll ist. Also findest du, dass das Internet frei ist? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich sehe das Internet momentan nicht als frei an. Nein. Ich bin dafür oder wir arbeiten daran. Und was müsste man tun, damit es freier wäre? Ich denke, Regeln setzen. Ja, aber das ist doch genau die Frage. Es geht doch nicht nur um private Rechtsdurchsetzung. Es geht doch nicht darum, muss der Staat Rechte durchsetzen. Ja, in einem Verfassungsrecht gibt es ganz klar, Grundrechte haben mehrere Ausflüsse. Ja, es sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Es sind aber auch ein Anspruch gegenüber dem Staat, meine Rechte gegenüber Dritten zu schützen, halt gegen die ich nicht ankomme. Ja? Der Staat ist verpflichtet, mich auch vor Fremden zu schützen, wenn ich mich selber nicht schützen kann. Alles andere ist Mittelalter, sage ich mal, amerikanisches System. Wir haben Rechte, wenn, keine Ahnung, ich war gestern auf einer Party, da kamen die Nachbarn wieder, da war zu laut, da kam die Polizei dreimal und um eins war die Party vorbei. Ja? So funktioniert das halt. Alternativ hätten die auch rüberkommen können, die Nachbarn, hätten auf den Tisch hauen können und weiß nicht, wie man so einen Konflikt dann, ich sag mal, bilateral gelöst hätte, aber es gibt halt auch ein Recht des Einzelnen darauf, auf staatliches Eingreifen, den Staat dazu zu verpflichten halt, da er das Gewaltmonopol hat, zu sagen, liebe Leute, hier verstößt jemand gegen das Regelwerk, bitte tu etwas. Das kann man so machen. Es geht nicht nur um private Rechtsdurchsetzung, sondern es geht generell um die Frage, wem steht welches Recht zu und wie kann man es durchsetzen? Kann ich es selber machen? Mache ich es über ein Gericht? Habe ich einen Anspruch gegenüber dem Staat beispielsweise? Und das ist die Frage. Es geht nicht nur um private Rechtsdurchsetzung. Ich würde jetzt nochmal kurz eingreifen. Ich habe schon die erste Wortmeldung gesehen. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Also, wenn ich das wieder richtig verstanden habe, jetzt will ich eigentlich nicht provozieren, sage ich vorweg, hat hier niemand gesagt, dass das Internet frei ist. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe. So, das heißt, wir alle sagen, es gibt kein freies Internet, wir hätten aber gern eins, vielleicht in unterschiedlichen Abstufungen und natürlich müsste man dann noch definieren, frei. Jetzt ist, ich will da nochmal drauf zurückkommen, ist ja die spannende Frage, wie kommen wir zu einem freien Internet? Das ist die Frage, die ich hier sozusagen gerne nochmal diskutieren wollen würde. Wie, jetzt kann man auch noch definieren, was ist ein freies Internet? Trotzdem ist, das kann man ja sagen, für mich ist ein freies Internet das und das. Wie kommen wir dorthin? Und wenn ich nochmal von vorhin die Debatte aufgreife, Olaf, du hast gesagt, bei den Verhandlungen, das ist so der Standard von solchen Verhandlungen, wäre denn ein Schritt, jetzt versuche ich wieder etwas zu provozieren, wäre denn ein Schritt,
zu fordern, dass so eine Verhandlung einfach mal aus den tradierten Formen ausbrechen. Wer soll an so einen Verhandlungstischen sitzen? Muss überhaupt an Verhandlungstischen gesessen werden? Etc. pp. Deswegen würde ich gerne nochmal, bevor ich ins Publikum die Frage oder ins Publikum geben würde, gerne nochmal, vielleicht geht das auch nochmal in 2 bis 3 Minuten, was ist für euch ein freies Internet? Ja, ich weiß, kann man auch eine halbe Stunde drüber reden. Trotzdem hätte ich es gern in 2 bis 3 Minuten. Was ist ein freies Internet und welche Instrumente, um jetzt mal nicht das Wort Regeln zu nehmen, welche Instrumente seht ihr, dass wir in Richtung eines freien Internets kommen? Das ist natürlich schon eine ziemlich philosophische Frage, über die ich auch schon oft nachgedacht habe, was ist eigentlich das freie Netz für mich? Und meine Antwort darauf ist ein bisschen mehrschichtig. Also das eine ist, ein freies Netz wäre für mich so ein Netz, was mir als Nutzer, also mit mir selbst als Nutzer, aber auch einen großen Anteil von Nutzern, eine maximale Möglichkeit an Freiheiten bietet. Das heißt, wo ich wenig eingeschränkt bin durch Technik, Hardware, Software. Ein freies Netz wäre für mich aber auch eins, was wenig Monopole und Oligopole hat für wirklich wichtige Services. Das heißt, da sehe ich diese Freiheit eher im Kantschen Sinne. Also eröffnet mir möglichst viele Handlungsmöglichkeiten. Das betrifft natürlich dann auch nicht nur die privaten Nutzer, sondern auch solche Leute, was ich nicht, die Unternehmen haben und sich Innovationen ausdenken. Und dann der dritte Aspekt der Freiheit wäre für mich natürlich der Freiheitsgedanke, der in so Open Source steckt. Also, dass ich eben auch selbst daran technisch mitbauen kann. Aber das mag natürlich jetzt ein bisschen technische Perspektive sein, die ich darauf habe. Also mir ist klar, dass das ein idealtypisches Bild ist. Wir haben uns seit, wenn man sich so diese 30, 40 Jahre Netz ansieht, natürlich daran gewöhnt, dass die letzte Dekade überformt worden ist von kommerziellen Interessen, auch was den Zugang zum Netz betrifft. Aber ich denke, dass das Urheberrecht deshalb auch so stark umstritten ist, weil nur hier sich so eine Art halbautomatisierte, massenhafte, private Rechtsdurchsetzung etabliert hat, die wir eben nicht aus den Persönlichkeitsrechten kennen. Das Beispiel, was ich dafür immer gerne nenne, ist, wenn man so ein Slapping-Video vom Schulhof von Facebook wegkriegen will, kann man sich monatelang mit denen streiten und die Formulare ausfüllen, wenn man über Persönlichkeitsrechte geht, aber klickt man auf diesem blöden Formular Urheberrecht an, ist es den nächsten Tag weg. Das heißt, es gibt da Unterschiede. Und ich glaube auch, dass sich deshalb die Debatte um die Urheberrechte so unterschiedlich verläuft zu anderen Regulierungsfragen. Und der Kern, wenn man wirklich über freie Netze reden wird, ist natürlich die Netzneutralität, die wir hier jetzt aber, glaube ich, schlecht besprechen können. Also ich denke, dass der Staat die Regeln dahingehend machen muss, genau die Freiheiten in diesen drei Sinnen oder in diesen drei Sinnzusammenhängen, die ich meine, zumindest zu incentivieren, wenn nicht gar durchzusetzen. Im Bereich der Netzneutralität würde sie durchsetzen müssen. Wer sonst? Denn das kann die Zivilgesellschaft nicht. Sie kann nur durch Wahlen und andere zivilgesellschaftliche Möglichkeiten versuchen, die Gesetzgeber dazu zu bringen. Und dazu gehört natürlich leider auch eine internationale Verknüpfung. Denn gerade im Urheberrecht sehen wir natürlich, dass hier andere Jurisdiktionen, namentlich die der USA, durch die Takedown Notices internationalisiert werden. Also für uns konkrete Wirkung entfalten, obwohl wir demokratisch daran nicht mitbestimmt haben. Da ist natürlich eine große Aufgabe, wenn wir die nächste Dekade mit gut zu tun haben, oder? Aber hey, wir können uns vernetzen. Ich hätte jetzt trotzdem von allen anderen dreien auch gerne nochmal in kurzer Zeit die Frage beantwortet, was ist für euch ein freies Netz und wie kommen wir dahin? Ich weiß, ist gemein, aber muss sein. Nee, also freies Netz bedeutet frei bewegen, keine Einschränkungen, keine Überwachung im Sinne von, wie es jetzt beispielsweise auch mit Zensurinfrastrukturen oder so à la China passiert. Freies Netz, und da hat Constanze auch schon ein gutes Stichwort genannt, ist natürlich wichtig. Netzneutralität festgeschrieben im Gesetz, meines Erachtens ein zwingendes Muss, ja. Ich denke, Netzneutralität haben wir schon verloren. Also wenn ich sehe, wie mein Mobilfunkprovider mir vorschreibt, wie schnell ich meine Webseiten aufrufen darf, empfinde ich das nicht mehr als Netzneutralität. Aber egal.
Jetzt würde ich gern beim Thema bleiben und deshalb nochmal, wegen mir könnt ihr dann gerne nochmal zurück, da muss Markus noch ein bisschen warten. Ich würde jetzt trotzdem gerne auch nochmal von Eva und von Olaf hören, was ist für euch ein freies Netz und wie kommen wir dorthin? Ein freies Netz würde für mich als Privatmensch bedeuten, dass ich unter Beachtung meiner Grundrechte, um jetzt nicht gleich mit Menschenrechten zu kommen, mich als Privatmensch auch bewegen kann. Je mehr ich verstehe, wie tatsächlich Netz funktioniert, desto weniger glaube ich daran, dass es dieses Ideal, dass dieses Ideal umsetzbar ist. Weil egal, wie ich mich bewege im Internet, es bleibt immer eine Datenspur und die werde ich jetzt auch nicht löschen können, jedenfalls nicht aus eigener Kraft. Das heißt, der nächste Punkt ist, wenn mir jemand das garantieren möchte, dass ich mich als Privatperson meiner Grundrechte bedienen kann, dann muss natürlich der Staat in irgendeiner Form eine Vorgabe machen, wie mit meinen Datenströmen umgegangen wird. Also ich finde es auch ein bisschen schaurig, bin jetzt seit neuestem Google-Phone-Besitzer, wie überall diese Datenkrake versucht, meinen Standort festzustellen, meine Wege zu verfolgen, meinen E-Mail-Verkehr irgendwie einzubinden. Das ist ein bisschen unheimlich. Und dann denke ich aber auch, dass ein freies Netz auch bedeutet, auch im wirtschaftlichen Sinne, und damit beschäftige ich mich Tag für Tag, mit dem Ergebnis meines Kopfes Arbeit weiterhin Einkommen zu erzielen, beziehungsweise zumindest nicht torpediert zu werden von Menschen, die statt mir mit meines Kopfes Wissen oder Arbeit Einkommen erzielen. Und ehrlich gesagt, ich kenne dafür keine Lösung, weil jede Lösung, die bis jetzt von den Verwertern angedacht wurde, wiederum diese persönlichen Rechte, von denen ich zuerst sprach, einschränkt oder dann doch Datenerhebung voraussetzt. Insofern denke ich, stehen wir davon im Dilemma. Aber wünschenswert wäre es natürlich, dass ich, wenn ich mir was erdacht habe, eine Idee habe, etwas in die Welt gesetzt habe, und jemand anders interessiert sich dafür, dass wir zusammenkommen und ein kleines Geschäft schließen. Das funktioniert nur im Moment nicht so richtig. Also, ja. Ich wollte nur kurz noch dazu sagen, natürlich bedeutet ein freies Netz für mich auch, dass jeder, der Zugang haben möchte, zum Netz Zugang haben sollte. Und das darf auch nicht vom Geldbeutel oder sonst irgendwelchen Zugangskriterien abhängig sein. Okay. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt halt, ja, weil das ist natürlich die Frage, was heißt Zugang zum Internet halt, ja, ich gehe immer über einen Zugangsprovider, da habe ich verschiedene Möglichkeiten, das auszuwählen. Ich glaube, die beste Analogie für mich wäre es so, ein Internet wäre frei, wenn man im Analogie zum Straßenverkehr quasi ein Regelsystem hat halt, wo man sagt, die Verantwortlichkeit ist halt fest geregelt halt, es ist klar, wer steht wofür gerade, alle können am Straßenverkehr teilnehmen, wenn ich Fußgänger und Fahrradfahrer bin, mache ich das auch anonym, ohne Kennzeichenpflicht etc. pp., das hängt damit zusammen, dass da die Gefahr, die als Fußgänger und Fahrer von mir ausgeht, halt relativ gering ist. Im Autoverkehr, der ist schon deutlich stärker geregelt im Straßenverkehr, da gibt es Kennzeichen, wenn da irgendwelche Regelüberschreitungen sind, können die halt verfolgt werden. Der Staat hat durchaus eine Übernachwachungsfunktion. Ich glaube, ein nicht überwachtes Internet wird sehr schwierig werden, weil wie werden Regelüberschreitungen sonst sanktioniert halt? Also der Staat hat dann schon eine gewisse Überwachungsfunktion. Die Frage ist, wie er das überwacht halt, auf welche Art und Weise er das überwacht halt. Das wäre im Endeffekt, glaube ich, ein Weg in eine Richtung, wo man sagt, man würde ähnlich wie sich der Straßenverkehr entwickelt hat, mit der zunehmenden Motorisierung, sage ich mal, aus den 50er, 60er heraus halt, wenn man da ein Regelwerk aufstellen würde, was nachher so ausgestaltet ist, dass es eine Zuordnung von Verantwortlichkeiten gibt, dass das Individuum, wenn es sich im Straßenverkehr bewegt, weiß, es ist halt gefährlich, ja, ich kann mich da überall frei bewegen, jeder kann auf die Straße gehen, praktisch gibt keine privaten Bereiche dort halt. Das wäre vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung gedacht halt. Jetzt kann man natürlich dieses Beispiel halt wieder zerpflücken halt, aber im Großen und Ganzen wäre das aber, sage ich mal, eine deutliche Verbesserung zum Status quo quasi, wo sich eigentlich nur die frei bewegen können, eigentlich die Regeln kennen, die wissen, wie es funktioniert und Transparenz gibt es praktisch im Netz nicht. Also das Netz ist nicht frei. Gut, also ich bin nach wie vor noch nicht zufrieden mit den Antworten, freies Internet erreichen und halten können. Ja, aber Markus hatte sich jetzt gemeldet und dann will ich mal sozusagen
ins Publikum gehen. Das gibt ja dann auch Anlass, so eine Debatte vielleicht im nächsten Jahr nochmal weiterzuführen. Man muss ja nicht alles jetzt sofort auf dem Podium klären. Markus hatte sich gemeldet. Hallo. Jetzt ist mir Konstanze mit meiner Antwort schon fast vor, zuvor gekommen. Und zwar hatte Eva eben gesagt, dass wir ganz klar Regeln brauchen. Bis zu einem gewissen Punkt bin ich da auch dafür. Aber ich glaube, wir haben die falschen Regeln, die wir falsch durchsetzen. Und ich bin ganz klar mit Konstanze, wir brauchen klare Regeln zur Netzneutralität. Ich glaube nicht, dass der Kampf verloren ist, auch wenn dein und mein Mobilfunkbetreiber im Moment uns verarschen, wenn sie einfach mal die Netzneutralität verletzen, weil die Bundesregierung nicht in der Lage ist zu kapieren, dass wir hier ein Marktversagen haben. Die Bundesregierung stellt sich hin und sagt, der Markt wird das schon leisten. Aber der Markt leistet das nicht und da kommen auch nicht neue Telekommunikationsanbieter, die jetzt mal die große Marktwirtschaft simulieren. Also wir haben eine Situation, dass die Bundesregierung da einfach mal eingreifen muss, dass die Europäische Kommission eingreifen muss, weil da geht es darum, wie funktioniert zukünftig unsere Infrastruktur und wollen wir diese Regeln von wenigen Telekommunikationsanbietern bestimmen lassen oder wollen wir das als Gesellschaft, als Demokratie bestimmen lassen? Stattdessen geht die ganze Zeit die Diskussion zu anderen Regeln, die viel zu veraltet sind, die man auf Teufel komm raus durchsetzen möchte, nämlich das Urheberrecht. Hier brauchen wir ganz klar ein anderes Urheberrecht, weil im Moment stehen wir eigentlich alle als Nutzer, als Sender, die wir geworden sind, vor dem Problem, dass wir eigentlich durch fast jeden Kommunikationsvorgang irgendwie mit dem Urheberrecht in Berührung kommen und sehr häufig das Urheberrecht verletzen. Und das wird aber dann durchgesetzt. Und hier kann man ganz klar sagen, wir hätten viel weniger Durchsetzungsproblematiken, wenn wir einfach mal an gewissen Stellschrauben drehen würden, um halt mal bessere Regeln hinzubekommen, die zeitgemäß sind. Das dazu. Zu dem anderen Punkt, das war mir am Anfang so ein bisschen zu Larifari, das mit dem ganzen ACTA. Herr Wolters, natürlich Markus, hat das... Markus, ja? Ich will dich nur auf die 2 Minuten hinweisen. Gut. Also das war totaler Bullshit, dass das im Jahr 2010 das Europaparlament irgendwie ganz toll und frei über ACTA diskutiert hat. Die haben darüber damals diskutiert, dass sie keine Informationen erhalten haben, dass die EU-Kommission alles abmauert und dass da gar keine Transparenz stattfand. Das Europaparlament ist demokratisch legitimiert. Die Kommissare bzw. ihre Bürokraten sind das nicht. Und das war eigentlich der in der Öffentlichkeit, in der ACTA-Debatte nicht so ganz berücksichtigter Diskurs, aber das war wahrscheinlich letztendlich der entscheidendere Diskurs, warum das Europaparlament mehrheitlich und überwältigend mehrheitlich gegen ACTA gestimmt hat und ganz klar gesagt hat, wir wollen das nicht noch einmal, dass das so abläuft, wir wollen nicht noch mal, dass wir hier von der EU-Kommission einfach wie Kinder behandelt werden. Die EU-Abgeordneten haben gesagt, wir haben auch Macht, wir sind hier demokratisch gewählt und wir wollen zukünftig mehr mitreden. Also Ufer Eva so sagte ja, ich gucke mir meinen Mobiltelefonprovider an, ist eh alles vorbei und so ähnlich klang mir beim Datenschutz auch an. Es ist jetzt eine Haltung, die mir so häufig begegnet. Bei der Netzneutralität ist es ja so, Markus hat es eben angedeutet, die dafür zuständige Regulierungsbehörde, die wir in Deutschland haben, die Bundesnetzagentur heißt sie jetzt, früher RegTP, die hat keine gesetzliche Grundlage hier einzugreifen, denn im Mobilmarkt, anders als im Festnetzmarkt, besteht der sogenannte Wettbewerb, weil wir mehrere große Angebote haben und nicht einen dominierten Player wie die Telekom im Festnetz. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass wir ein Defizit haben in der Durchsetzung, sondern natürlich in der Gesetzgebung, denn da müsste der Gesetzgeber ran. Aber natürlich werden die einen Teufel tun, weil schon die Expertise fehlt in dem gesetzgebenden Gremium zur Telekommunikationsgesetzgebung. Die lassen sich die diktieren, von den Lobbyverbänden der Wirtschaft. Das sehe ich live in der Enquete-Kommission. Wir sehen es, Markus sieht es. Da mangelt es schon daran, dass nämlich die Provider auf den Informationen sitzen, für die Gesetzgeber eine oder die sie als Grundlage bräuchten für eine sinnvolle Gesetzgebung. Die geben die einfach nicht raus. Denn da geht es ja auch darum, wie viele Engpässe gibt es eigentlich, wie sieht es wirklich in dem Wettbewerb aus. Ja. Und insofern. Was mich aber daran stört, ist, dass sich ein ganz großer Teil der Verbraucher hinstellt und sagt, ist jetzt so, Skype ist halt abgeschaltet, ja, gibt halt keinen anderen Wettbewerb. Das stört mich sehr, das ist genau wie beim Datenschutz. Aber was ist das für eine Art von Schicksalsgläubigkeit? Die Regeln machen immer noch wir, im Sinne von der Souverän. Und ich finde manchmal, das liegt ja auch, vielleicht auch in Zeiten dieser Finanzkrise, ja, aber irgendwie blickt man auf diese wirtschaftlichen Interessen so immer mehr, als so eine Art Gott gegeben, ja.
die Wirtschaft, TM. Ja, aber Entschuldigung, die soll doch eigentlich immer noch dem Gemeinwohl dienen. Die soll sozusagen die Prosperität in der Gesellschaft anstoßen und nicht irgendwie so Selbstzweck sein. Und deshalb sehe ich diese Art von Unmündigkeit, in die man sich selbst begibt, sehr kritisch. Ja, da könnte ich mich sogar ärgern. Also nee, ganz kurz direkt dazu. Also in der Tat, es gibt eine gewisse Frustration, ich glaube bei vielen Aktivisten, darüber, dass immer an der falschen Schraube gedreht wird. Also Markus hat es gerade auch nochmal gesagt, da sind wir uns auch, wir sind uns selten einig, aber da sind wir uns einig. Und auch bei dem, was du sagst, bin ich völlig dabei. Die Leute, die im Moment Gesetze schaffen können oder Regeln schaffen könnten, verstehen eigentlich nicht, mit was sie umgehen. Sie holen sich dann Berater aus der Wirtschaft, so ist das üblich, so hat man das immer gemacht, also Experten, Leute, die sich ganz toll auskennen, die diktieren dann, was passiert. Und irgendwie kommt momentan immer das Falsche hinten bei raus. Also da kommt so eine gewisse Frustration auf jeden Fall her. Und ehrlich gesagt habe ich noch keine Idee, wie sich dem gegensteuern ließe, außer dass wir natürlich hier auf Panels sitzen, wir sind ja alle da, Parteien diskutieren sehr lebhaft gerade, aber trotzdem, ich habe noch keine rechte Idee, wie man sozusagen das auf die richtige Straße setzt, damit wir nicht immer falsch hinten rauskommen. Auch fürs Urheberrecht übrigens nicht, von dem ich nicht wirklich denke, dass es geändert werden muss. Genau, jetzt um nochmal auf das Thema, ganz kurz auf das Thema ACTA nochmal abzuschließen natürlich, jetzt kann man generell darüber streiten, wie werden in Brüssel Entscheidungen getroffen, wie viel Macht hat das Parlament, wie demokratisch funktioniert das, ist ja aktuell beim Brettung schon genau die Frage, wie viel Souveränität gibt man als Nationalstaat an Brüssel ab, etc. pp. Das Bemerkenswerte ist, und das ist halt etwas, wo man die Hände nur über den Kopf zusammenschlagen kann, ist, es wurde parallel zu ACTA wurde das TRIPS-Abkommen, was sich nicht auf immaterielle Wirtschaftsgüter, sondern auf reale Produktpiraterie bezogen hat. Seltsamerweise ist das durch alle Instanzen durchgelaufen, das stand halt nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit, deswegen hat man da inhaltsgleiche Regelungen durchgesetzt, ja, da ging es dann halt um Geschmacksmusterrecht und nicht um Urheberrecht, aber genau das hat man halt international durchgezogen, bei ACTA halt nicht, ja, meiner Meinung nach ist das momentan eine völlige falsche Fokussierung in Bezug auf das, was gewichte ich jetzt halt, ja, Urheberrecht ist möglicherweise wichtig, aber nicht das Wichtigste halt. Vielleicht guckt man sich generell auf die Prozesse an, wie funktioniert momentan der gesellschaftliche Dialog zu solchen wichtigen Themen wie das Internet, Netzzugang etc. pp. Ja, wer trifft da wie welche Entscheidungen? Interessant finde ich, dass man bei der Frage, brauchen wir Regeln und braucht es Regulierung? Ja, da will man jetzt die Unternehmen regulieren, aber generell keine Regulierung eigentlich. Ja, wenn man an anderen Stellen über Regulierung spricht, das war bei der Diskussion um Jugendschutz im Internet, da war auch mal die Frage, oh, bloß keine Regulierung, da muss das Individuum halt völlig frei agieren können. Ja, Regulierung ist böse, in anderen Stellen ist Regulierung gut. Das ist im Endeffekt, glaube ich, das, was der Gesetzgeber auch als Problem hat, dass er wirklich eigentlich ein Regelwerk aufsetzen soll. Und die Frage ist, wie ist die Rolle des Staates dabei halt? Ja, und das ist eine komplexe Diskussion halt. Und die Frage ist halt, aus welcher Perspektive führe ich es gerade generell, braucht, und das ist wahrscheinlich das Abschlussplädoyer fast schon, das Internet braucht Regeln, der Staat muss seine Rolle definieren und es muss ein klares, eine Zuweisung haben von wer darf was im Internet halt. Und das ist so simpel vielleicht. Wenn ich das richtig gesehen habe, war da hinten noch eine Frage. Nein, das war keine Frage, ein Kommentar. Also wenn ich überlege, dass wir hier auf einer Veranstaltung von einer sozialistischen Partei sind und die ganzen Diskussionen drehen sich darum, ob bestimmte Leute das Internet richtig verstanden haben und ob man an der einen oder anderen Stellschraube noch rumdrehen kann, dann vermeidet ihr, also es ist ein bisschen angeklungen bei ein paar Beiträgen, aber es sind viel grundsätzlichere Fragen zu stellen, die ein bisschen Konstanze vielleicht angesprochen hat. Das Internet ist mittlerweile so zentral für die Chance zu gesellschaftlicher Teilhabe, wie vielleicht auch das Verkehrssystem. Und wenn schon dieser, also ich teile zwar nicht die Einschätzung, aber wenn wir bei diesem Bild mal bleiben, bei dieser Gleichstellung, wer baut denn die Straßen, wer finanziert die Straßen und welche Fragen schließen sich da noch an, wer kann sicherstellen, dass die Straßen auch tatsächlich überall hinführen, wo Leute wohnen und wer stellt sicher, dass es da vielleicht auch nicht nur Autos gibt, sondern Züge, die vielleicht ein bisschen also in ihrer gesamtgesellschaftlichen Bilanz besser abschneiden als Autos. Wie stellt man sicher, dass alle Leute teilhaben können, dass diese grundlegende Gesellschaft, also die für wirklich gesellschaftliche Teilhabe grundlegende Kommunikationsstruktur nicht davon abhängt, wie
also welche Verwertungsinteressen Leute haben, die auch zum Netz beitragen. So. Und da war, wenn ich an diese Rede von Gregor Gysi vorhin zurückdenke, also er hat geglänzt durch absolute Uninformiertheit über das Internet und Netzpolitik, aber er hat einen zentralen Punkt angesprochen in Bezug auf Urheberrechte. Es gibt ein Interesse an, es gibt ein ganz großes gesellschaftliches Interesse von vielen Leuten an Kunst- und Kulturproduktion teilzunehmen. Und dann ist doch die Frage, also aus einer linken Perspektive ist doch ganz klar die Frage, wie stellt man sicher, dass gesellschaftlich die Voraussetzungen dafür geschafft werden, dass alle Zugang haben und nicht nur die, also wie, das bedeutet, dass das Internet grundsätzlich umgestaltet werden muss und eben nicht Facebook, Google und so weiter dominant bestimmen, was dort möglich ist. Ich will mal die Frage mit einem kleinen Blick auf die Uhr nochmal aufgreifen, weil ich das vorhin gesagt habe, mich befriedigen die Antworten noch nicht so richtig, wie kommen wir zu einem freien Internet. Und du hast es jetzt aus meiner Sicht sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht. Jetzt habe ich gesehen, ist noch eine Frage. Ich würde dann gerne, wenn wir die nächste Frage noch zulassen, vielleicht doch nochmal versuchen, in einem Schlussstatement von jedem von euch der Frage näher zu kommen, wie kommen wir denn dahin? Ich habe jetzt ganz viel von Staat gehört, so weit, so gut. Wir wissen aber alle, dass das Internet nicht an Staatsgrenzen Halt macht, um mal auf diesen Punkt noch einzugehen. Deswegen wäre jetzt meine Bitte, die eine Frage noch zuzulassen und dann vielleicht wirklich in einem Abschlussstatement noch mal ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie kommen wir dorthin? Wo sind die Stellschrauben und wen müssen wir da mitnehmen und wen müssen wir da möglicherweise auch ein bisschen unter Druck setzen? Ich würde aber gerne einen Satz dazu noch sagen. Letztes Jahr war genau auf dieser Konferenz das der Schwerpunkt und zumindest bei der Partei Die Linke gibt es Einigkeit darüber, dass der Zugang und auch die Frage, wie man den Zugang sicherstellt, ist längst in den netzpolitischen Thesen. Also das war eigentlich letztes Jahr der Schwerpunkt, wo wir auch intensiv, glaube ich, darüber geredet haben. Oder war es vor 2 Jahren? Aber ich glaube, das war letztes Jahr. Es ist nicht so, dass das Thema nicht stattfindet. Bei anderen Parteien ist es weniger entwickelt. Ich weiß gar nicht, was ich mit der Frage anfangen soll. Und ich finde auch die Frage nach der Freiheit ist mir wahnsinnig unspezifisch. Klar sind wir für Freiheit. Aber für Freiheit für wen und für was? Ich glaube, es kommt darauf, auf eine sehr grundsätzliche Vorstellung, was das Internet bewirken soll und was für Regeln wir brauchen können, damit das diese Wirkung entfaltet. Geht es darum, im Wesentlichen das Internet sicher für iTunes zu machen und fürs Fernsehen? Also eine neue quasi Konsumplattform zu stabilisieren? Oder geht es wirklich darum, so etwas wie die Möglichkeit eines sehr stark erweiterten öffentlichen Diskursfeldes Alltagskreativität zu ermöglichen. Und beides kann man irgendwo unter dem Begriff der Freiheit fassen, aber es sind ganz andere Modelle, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube, die Frage nach der Regelung muss zuerst mal klären, was wollen wir eigentlich mit der Regelung erreichen. Und dann ist es klar, dass diese Regelung am Schluss für die einen besser sind wie für die anderen. Aber man kann es darauf fluchten, was man erreichen will. Weil einen Konsens, was man will, werden wir nie bekommen, weil da wirklich fundamental andere Interessen gegeneinander stehen, die man nicht über den Begriff der Freiheit, glaube ich, zueinander bringen kann oder klären kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich haben Sie recht, ja, was wollen wir vom Internet? Ja? Ich weiß gar nicht, ob das die Frage ist, was wir vom Internet wollen. Das Internet entfaltet sich irgendwie. Ja? Das war ja mal eine kleine wissenschaftliche Kommunikationsplattform irgendwie. Damit hat es, glaube ich, angefangen. Und, oder noch, naja, das ist böse jetzt halt. Ne? Ja, militärische Forschung, okay. Genau. Aber heute ist das Internet halt eine digitale, parallele Gesellschaft halt. Ja? Wenn man sich über Facebook Gedanken macht, was ist Facebook eigentlich? Facebook ist sowas wie ein Verein, sage ich jetzt mal, ein ziemlich großer Verein halt, ja. Es gibt Zugangsbarrieren halt. Innerhalb von Facebook wird ein bisschen was ausgetauscht. Die Frage ist, wie funktioniert das halt, ja? Und nach welchen Regeln? Ja, Facebook ist schon ein bisschen wie ein Verein. Nein. Aber es ist ein bisschen ist es so, es ist halt eine Plattform, wo sich Leute treffen, austauschen halt, ja. Es gibt Analogien natürlich zu allen Bereichen. Das ist halt so, die Frage ist, nach welchen Regeln funktioniert das halt? Ja, jetzt kann jeder natürlich seine Meinung mal sagen, wie interpretiere ich das Internet, was ist das überhaupt, was soll es leisten, soll es überhaupt was leisten, ist es eine Kommunikationsplattform, ist das
eine Konsumplattform, ja, Teilhabe daran, ja, Internet ermöglicht momentan kostenlos Filme zu gucken, gab es in der realen Welt so nicht, ne, gibt keinen Anspruch auf kostenlosen Kinobesuch irgendwie, auch eine Zeitung gibt es nirgendwo kostenlos, jedenfalls nicht die, die ich kenne halt und die ich lese, es gibt viele, die kostenlos sind, werbefinanziert, etc. pp. Es gibt, das Internet selbst bildet ja nur die reale Welt halt digital ab irgendwie und natürlich ist es sehr komplex und sehr dynamisch, es verkürzt die Wege, es ist barriere- und schrankenfrei, aber die meisten Funktionalitäten des Internets, die gibt es in der realen Welt so auch und da gibt es auch schon Regeln eigentlich, vielleicht orientiert man sich daran. Also es gäbe jetzt noch die Chance. Ich habe noch mal eine Frage. Auf den Beitrag da hinten eigentlich. Kulturelle Teilhabe. Brauchen wir dann ein öffentlich-rechtliches Netz? Also ist das, so wollen wir uns sozusagen als Gesellschaft ein staatliches Konstrukt leisten, das uns Kultur sozusagen öffentlich-rechtlich finanziert auch im Internet bringt? Oder? Überraschung, wir haben natürlich Teile, die sind öffentlich-rechtlich finanziert. Ich darf an das große, die Forschungsnetze erinnern, also auch schon sehr früh ausgebaut. Wir haben natürlich öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die sowas tun. Wir haben auch eine Subventionierung im Bereich, wo die Urheberrechte einschlägig sind. Natürlich haben wir das teilweise. Wo haben wir das? Was? Naja, die Förderung etwa über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat ja auch unmittelbar... Also da gibt es eine ganze Menge Bereiche, wo der Staat was zur Verfügung stellt. Ich darf auch an Bibliotheken und deren Online-Zugänge erinnern oder auch das Informationsangebot von vielen Behörden und Universitäten, Hochschulen. Also da existiert doch schon eine Menge. Es ist ja nun nicht so, dass wir nur Werbeplattformen haben, die andere als öffentlichen Spielplatz bezeichnen. Ich versuche jetzt nochmal... zu fragen, ob es von der Seite der auf dem Podium Sitzenden den Wunsch nach so etwas wie einem Abschlussstatement gibt, bezugnehmend auf die Frage, die von dort kam oder andere Sachen, die einen aufgeregt haben. Also vielleicht könnte ich es mal. Also was mir wichtig wäre, ist zum einen, dass man die Debatte am Laufen hält und zwar jenseits von den stark artikulierten ökonomischen Interessen und auch die Bereiche, die wir heute auch wieder wenig angesprochen haben, wie eben die Schulen, die Bildung, die Bibliotheken, die Archive, dass man die am Gang hält und zwar wirklich so paritätisch, dass eben nicht so monokausale Debatten werden, sondern man die anderen Bereiche, besonders die eben nicht so starke Lobbyarbeit haben, mitvertritt. Und das Zweite ist, was mir noch wichtig wäre, ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass wir auch eine Art Stellvertreterdebatte führen hier in Deutschland. Das merkt man immer, wenn man mal wieder im Ausland ist. Also ich finde sehr wichtig, dass die Regeln, die wir hier machen, auch die ACTA-Proteste und in anderen Ländern, die haben eine Signalwirkung, auch gerade für Länder, die ein bisschen schwieriger haben bei einer offenen Gesellschaft. Ja. Ich meine jetzt nicht nur die ganz schlimmen Diktaturen und Iran und China, sondern ich meine natürlich auch so Staaten, die sich so ein bisschen am Rand der Demokratisierung befinden. Und ich glaube, diese Stellvertreterdebatte ist relativ wichtig. Und auch nochmal in Bezug auf die Einflussnahme in Brüssel. Also natürlich hat mich beeindruckt, dass das Parlament mit so großer Mehrheit jetzt ACTA abgelehnt hat. Aber es ist nicht unbedingt schon sicher, dass dieses Parlament sich emanzipiert hat. Denn trotzdem ist mein Eindruck, dass viele von den Parlamentariern über das, was sie letztlich abgestimmt haben, noch immer keine Ahnung haben, sondern sich nur der Empörung gefügt haben und immer nur noch eine Minderheit weiß, worüber sie da eigentlich redet. Also mir wäre so ein bisschen, also diese zwei Aspekte wären mir wichtig und dass wir nicht vergessen, dass wir relativ privilegiert sind und die Debatte letztlich nicht nur für uns führen, sondern die Gesetzgebung, die bei uns in den nächsten 5 oder 10 Jahren in Berlin wie in Brüssel passiert, natürlich beispielgebend für viele andere Regionen der Welt sein wird und wir da auch einen ordentlichen Stein zu tragen haben. Und ich finde, das sollte sich halt nicht orientieren über kommenden Geschäftsmodellen. Ich gucke auffordernd, weil... Ich kann vielleicht noch einen Satz dazu auch mal direkt adressiert und namentlich benannt. Wir haben ein Justizministerium, natürlich, das seit
mittlerweile, glaube ich, 3 Legislaturperioden wie Vogelstrauß den Kopf mehr oder weniger in den Sand steckt und eigentlich mittlerweile gar nicht mehr bereit ist, sich zu bewegen. Wir haben dort eine liberale Ministerin sitzen, die, so wie ich es beobachte, permanent zwischen den Positionen hin und her schwankt, aber nicht in der Lage ist, einen Diskurs zu entwickeln aus ihrem Haus heraus, der für sie oder für ihr Haus klarer werden lässt, brauchen wir Regeln, kann ich Regeln setzen, wenn wir aus unserem Haus heraus Regeln setzen, wie kommunizieren wir sie im Sinne von, wir setzen auch ein Statement, wie kommunizieren wir sie nach oben, nach Europa. Und ich finde diese Bewegungslosigkeit des Justizministeriums, bis auf Ausnahmen, wo man jetzt noch irgendwelche Leistungsschutzrechte einführen muss, das macht mich wütend. Olaf? Ja, ich knüpfe mal an das, was Konstanze vorhin gesagt hat, das ist eine Art Stellvertreterdebatte, das ist natürlich absolut richtig. Es geht auch um die Frage der Deutungshoheit halt, also wer definiert das Netz, wer bestimmt das eigentlich, ja, wer geht da in die Debatte mit welcher Kenntnis halt rein. Das ist ein sehr komplexes Thema, es hat sich auch die Diskussion heute gezeigt, halt, dass es sehr viele unterschiedliche Facetten gibt, dass die Urheberrechtsdebatte selbst eigentlich nur ein ganz kleines Bausteinchen ist, eigentlich in der gesamten Debatte eigentlich. Es ist auch eine Art Stellvertreterkrieg, der da geführt wird im Bereich des Urheberrechts. Ich glaube, dass das viel zu kurz gegriffen ist, wenn man sich nur diesen Bereich halt anguckt und dass man, sag ich mal, die Schlüsse, die man aus dieser Debatte führt, insbesondere mit Blick auf Lobbyismus, auf welche Interessenverbände sich da wie an dem Thema zerren, dass es, glaube ich, viel wichtiger ist, sich, glaube ich, den Kernthemen zuzuwenden, zu gucken eigentlich, wie funktioniert das Internet, wer muss da quasi welche Rolle einnehmen oder wer hat welche Rolle einzunehmen und die Staaten natürlich auch, insbesondere die Regierungen praktisch, sich die Frage stellen müssen, wie wollen sie das in Zukunft angehen, das Thema, nationalstaatlich oder international halt, das wird sicherlich in Zukunft das Wesentliche sein. Und ja, wer denn diesen Kampf um die Deutungshoheit auch des Internets gewinnt, das wird spannend sein zu verfolgen. Ich glaube, dass Amerika da sehr weit vorne ist halt und momentan haben wir ein sehr amerikanisches Internet. Ich würde mir wünschen, dass es halt ein Stück weit internationaler wird. Lavinia, willst du noch? Ich bin also momentan jetzt so kein richtiges Abschlusswort, weil ich jetzt gerade durch den Kopf gehe, mit welchen Positionen wir hier jetzt rausgehen. Und das ist für mich jetzt war natürlich durchaus eine sehr spannende Diskussion, weil ich bemerkt habe, dass wir jetzt, denke ich, kaum weitergekommen sind. Ich gebe Paulina auch recht, wenn sie sagt, sie muss die Frage immer wieder wiederholen. Aber ich denke, und das war auch vorher ganz kurz im Publikum angeklungen, sozusagen die Frage nach den Regeln wirklich erst dann wichtig wird, wenn wir wissen, wo wir hinwollen. Und von daher, ich muss das jetzt setzen lassen erstmal. Ja. Dann sage ich an dieser Stelle danke allen Beteiligten hier auf dem Podium. Ich weiß, es gibt an der einen oder anderen Stelle immer noch den Wunsch nach Widerspruch, aber den kann man dann vielleicht auch bei einem Kaffee und für diejenigen, die so süchtig sind wie ich, bei einer Zigarette ausfechten. Nochmal herzlichen Dank euch hier auf dem Podium. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank für die Fragen. Und ich glaube, mit dem Thema sind wir noch nicht durch und das diskutieren wir noch ein bisschen länger. Thank you.